Und hallo meine lieben Zuschauer, mein lieber Zuschauer, meine liebe Zuschauerin, falls ihr euch entschieden habt zu sehen, was passiert, wenn man einfach weitergeht. Oder wenn ihr hierher gekommen seid, nachdem ihr das erste Ende gesehen habt. Also drücken wir einfach mal auf Continue. X und Z pressen wir noch einmal und dann geht's hier weiter. That's it. Nothing more to see. Press Escape to exit. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich springe hier, ich springe da. Und aha, hier geht's weiter. Du hast mich angelogen, mein lieber Freund. I said that's all. You won't listen to me. I want you. Oh, jetzt wird er sauer. I will no longer try to save you. Good luck. Gut. Dann sind wir halt jetzt auf uns allein gestellt. Ja, not quite. Die Verbindung ist abgebrochen. Was können wir hier weitermachen, als zu springen? Und jetzt kommen die interessanten Parts, die lustigen, wirklich lustigen Parts. Whee! Das war noch völlig einfach. Hier muss man mal schauen, wie es weitergeht. Hier habe ich auch lang dran gesessen, um zu verstehen, was hier los ist. Man muss einfach auch mal die Überschriften lesen. Seht ihr, was die Überschrift ist? K. Was könnte man viel machen? In die Edelsteine springen, das wissen wir, ist nicht gesund. Also nehmen wir einfach mal die Stacheln hier. Und drücken mal einfach mal so aus Lust und Laune K, weil das nach oben steht. Und was passiert? Wir können drauf stehen, wir können drauf klettern. Jupdidu. Und hier ist sonderbar auch weißer. Seht ihr das? Hier, diese markierte Stelle, die so ein bisschen leuchtet. Und schon. Komm schon. Passt doch nicht. So. Und schon hat man sich eine Treppe gebaut. Schon haben wir einen neuen Trick gelernt, um weiterzukommen. Missing Piece, ein Teil fehlt. Sammeln wir einfach einmal alle Teile ein und schauen mal, wo kann es weitergehen. Hier links, da oben ist ein Schalter, den... Und hier sind ja auch die Symbole, wo wir die Stacheln hinsetzen können. Jetzt ist es eher so aus einem Let's Show ein Let's Play geworden. Aha, so geht die Falltür auf. Und jetzt sind auch noch das Feuervieh, das fliegt. Wir könnten erstmal unten schauen, was hier so ist. Und wir finden einen Schalter. Hier geht was zu und jetzt mal sehen. Wie würdet ihr drauf kommen, wie man weiterkommt? Ich bin auch erst später drauf gekommen, aber es ist ganz einfach. Hier könnte man zwar springen über das Feuervieh, aber man könnte nirgends landen. Außer... Man setzt da einen Stachel hin und springt dann drüber. Und schon ist man sicher. Und weiter geht's. Schwuppdiwupp. Ascent. Was Ascent heißt, das weiß ich auch nicht. Hier sieht man schon mal, hier muss man irgendwas hinbauen. Aber man hat... Wow. Vorsicht. Du kommst mir viel zu tief, Freund. Hier wären Stacheln, aber man käme nicht an die dran. Und hier wären auch nur Edelsteine. Was könnte man tun? Hier ist es eher zu einem Wahrheitsspiel dann um ein Suchspiel geworden. Man könnte überall springen und man probiert einfach mal, springt in die Wand. Manchmal helfen da einfach die Symbole, die man sieht, wie diese hellen Streifen, einem weiter, falls man nicht weiter weiß. Jetzt bin ich nicht drauf gesprungen. So, Schalter betätigt. Was ist passiert? Die Brücke ist weg und wir können uns unsere Stacheln holen. Ah ja, stimmt ja, die Feuerviecher sind immun gegen die. Und man hat nur so... Das Blöde ist, man hat nur eine bestimmte Anzahl von Stacheln. Und wenn man keine... Wenn man nicht mehr genug Stacheln hat, dann muss man dann den Level neu starten, indem man sich resettet. Das heißt, die Leertaste drückt. So, das müsste, glaube ich, noch reichen, ja. Jawohl, das passt noch wunderbar. Wall Jump. Also, alle ab. Das war ja einfach. Yep. Einfach mal alle Schalter drücken, das hilft immer weiter in einem Spiel. Und das ist, ich muss sagen, das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingslevel. Da muss man einfach sich Stufe für Stufe, bam, um weiterzukommen. Genau, Wall Jump. Drop 3, der Fall 3. Hoppa.
Und wir drücken einfach mal die Schalter. Und schon war... Und das war ein Fehler, weil... Jetzt... Jetzt könnte man nämlich nicht mehr weiterkommen. Also, was... Aber wahrscheinlich seid ihr viel schlauer als ich und wart beim ersten Mal draufgekommen. Was muss man machen? Auf die Monster warten, bis sie unter den Blöcken sind. Kabam, und weg sind die Viecher. Einfach, simpel. Manche kommen früher drauf, manche eben später. Destruct. Zerstören. Wir haben brüchige Felsen. Destruct. Ganz einfache Kiste. Die Stacheln werden geschossen. Aber wie gesagt, nicht vergessen, man hat nur eine bestimmte Anzahl von Stacheln. Und hier, ah ja, hier kann man nicht durch, also schießt man einfach nochmal und schon ist der Weg frei zum Weitergehen. Symmetry. Das war wirklich ein schwieriger Level. Upp. Na komm. Ich hab mal, wenn man probiert... Oh. Nein, 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 komm, nein, 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 nein. Ah, das war blöd. Wenn man versucht, schnell durchzukommen, dann vermasselt man es. Man braucht eine bestimmte Taktik und darauf bin ich auch. Ich habe das mehrmals gespielt, sagen wir mal so. Das war wieder blöd. Verdammt. Jetzt hänge ich wieder an der Sache, was? Man könnte probieren, durchzusprinten. Was aber einfacher ist... Damit man nicht in die Feuerfächer fällt, ja, mein liebes Schollchen. Das kommt aber nicht gut rüber, wenn ich hier oft versage. Also. So. Okay, guckt. Jetzt passt gut auf. Das Monster kann nicht weiter, das Feuervieh. Deshalb kann man jetzt gut warten, bis es unten weitergeht. Nicht seinen... Aha, du bist auch gefangen und... Vorsichtig! So. Und weiter geht's. Man könnte einfach draufspringen, aber das bringt nicht viel. Und die gehen auch nicht kaputt, also springt man immer weiter. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Dann geht man... Hier geht's ja doch weiter. Den Weg vor... Den Weg kann die vorher gar nicht. Ha, schon wieder was Neues gelernt. My, my, still on the run? As up. We should have never left the cage. The deeper you get, the harder it becomes to face. Ab der Stelle ist der mir wirklich unheimlich geworden. Und die Level wurden immer schwieriger. Hier muss man aufpassen, wo man stehen kann und wo nicht. Wupp. 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 Ich denke, das wird auch eine Art... Das wird ein Dreifachvideo. Ein Let's Show, ein Let's Play und ein Walkthrough. Wupp. Wupp. Wuppa. No, das war falsch. Weil sein... Schaut euch mal sein Gesicht an. Ich dachte erst, das wäre ein normaler Typ, aber... Der ist nicht so normal, wie man denkt. Sagen wir es mal so. Ah, verdammt. Jump and run und... Jump and run mit Puzzle-Elementen. Ja. Das hat man gern. Na, ganz ruhig bleiben, Christian. Kein Grund, nur um es zu regen. Das ist ja nicht so, dass als hättest du das so 20 Mal gespielt und jedes Mal hat es beim ersten oder zweiten Mal geklappt. So ist es ja nicht. Hm? Probier einfach dein Bestes und dann alle hopp, im Schwuppdiwupp, da geht es weiter. Never believe anything they say. They're only trying to bring us down. Don't let them in. Er wird noch so creepier. The path isn't so clear anymore, is it? Da muss man einfach weiterlaufen. But ask yourself, do you really want this? It's only going to get harder. Yep. And it's going to cause a lot of pain. I was trying to protect you. I was doing what was best for you, us. But now here we are, right back where we started. Das ist, what you seek is beyond the light.
Das ist creepy as hell, sage ich euch. Besonders das mit den Augen und dass der Typ auch nur ein Auge hat. Upa, ach, da fällt man. Upa. Yep. Also ich... Steht ja, wer das gemacht hat? Nein, leider nicht. Also, egal wer das gemacht hat, wenn ich den Namen wüsste, ich würde ihn euch natürlich sagen, er hat... Das ist genial und das ist ja The Big One. Ich hoffe, irgendwann kommt ein zweiter Teil raus. Den würde ich auf jeden Fall spielen. Das Spiel ist einfach nur geil. Es ist creepy, aber geil. So. Und hier ist... Man könnte einfach in Deckung gehen. Weil man... Ich habe nämlich erst gedacht, dass die Blöcke auf mich runterfallen, aber ne. Diesmal war nichts freundlicherweise, netterweise nichts passiert. Aber man kann ja nie wissen, bei diesem Spiel kann man das wirklich nie wissen. Was auf einen zukommt, das ist genau wie bei anderen Horrorspielen. Ich frage mich, in welche Kategorie soll ich das Spiel stecken? Jump'n'Run, aber ich finde so leichte Horrorelemente hat vielleicht so ganz leicht. This is where I say goodbye. Until you need me again. Upp. 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 Das war knapp. Upp. 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 Haha. Jeder mit Jump'n'Run-Erfahrung kommt da locker durch. Wallopa. There must be another way out. Hier gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Die zeige ich euch beide. Entweder man springt einfach rein. Yay! And trapped forever. Ending one. Im Grunde gibt es also drei Enden. Ob man beim ersten Mal, ob man nun weitergeht oder nicht. Und beim zweiten Mal, ob man in den Strahl geht. Oder was auch immer macht. Was könnte man hier machen? Weil wenn man reingeht, ist das Spiel vorbei und man ist gefangen. Was kann passieren? Was kann passieren? Ob auch, Mann. Was ist das? Der Strahl wird kleiner. There must be another way out. Hat er etwa recht? You see, you should trust me more. Das war eine Ausnahme. Eine kleine Ausnahme, mein Freund. I only want what's best for us. Und ihr merkt gerade, ja, bei The Big, ich nenne das Mädchen einfach mal so, wir kommen in einen dunklen Bereich und sie fängt Feuer an. Sie fängt Feuer, so wie diese Feuerviecher. Und jetzt wird's wirklich spooky. Stop. You're only going to kill us both. I'm a part of you. You can't kill me without killing yourself. It's like looking in a mirror. Brilliant, isn't it? You don't have to do it, you know. We could stay here forever, safe in this cage. It's wonderful, isn't it? Let's just stay forever, just us. We don't have to let anyone else in. We don't need them. This is wonderful. La 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 la. Was passiert? Wenn es ist wirklich wie in einem Spiegel. Sie läuft, er läuft, wenn ich laufe, er springt, wenn ich springe. Do you remember me? When you created, I've done so much for you since then. You should be thankful. But this is thanks enough. Ich habe den Text vorher nie gelesen, nur so gesagt, deshalb lese ich den. Safety for all eternity. Why don't you just relax? Take a break. We have plenty of time. Das wird eigentlich die... Ich glaube, sadly, there's no way out of this one. Man könnte die ganze Zeit weitermachen. This is the end, my friend. Es gibt nur eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Merkt ihr, und wenn man ein gutes Gedächtnis hat, dann weiß man wie. Man hat nämlich zwei Stacheln aufgesammelt.
einen, um hochzukommen? Einen haben wir noch. Und falls es euch aufgefallen ist, wenn wir in der Luft schießen, bleiben wir für einen Moment stehen. Nun passt auf.